Uwe Schummer von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, Kollegin Ferschel, unabhängig davon ist es trotzdem gut, dass die Beschäftigten, Arbeitnehmer und ihre Familien dann am Ende doch die Union wählen. Und Sie wissen auch warum, weil man das eine mit dem Pragmatischen, mit der Umsetzung und der Wirtschaft immer wieder verbinden muss, um für die Gesamtheit etwas zu erreichen. Wir haben jetzt eine Vielzahl an Anträgen. Es ist auch normal, dass wir am Ende einer Legislaturperiode miteinander Bilanz ziehen, die einen in dunklen Farben, die anderen eben etwas rosarot. Aber ich möchte mich ganz gerne auf die Anträge konzentrieren, die sich mit der Tarifbindung beschäftigen. Und wir hatten ja am Montag eine Anhörung zu dieser Thematik. Und wir wissen, dass die Tarifbindung seit einigen Jahren erodiert. Und auf die Anfrage an das IAB, was denn die Ursache dieser Erosion der Tarifbindung in den Unternehmen ist, war auch eine klare Antwort von Seiten des IAB. Es sind strukturelle Veränderungen in den Unternehmen von der Produktion auf der einen Seite hin zu Dienstleistungen auf die andere Seite. Und es gibt mittlerweile 2 Millionen Beschäftigte in der Plattformökonomie, die also nicht mehr so klassisch den Betrieb definieren hinter einem Werkstor, sondern über eine App und die aus einer anderen, aus einer digitalen Welt kommen. In den Anträgen sehe ich diese Analyse des IAB allerdings kaum wieder. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eben Gesetze gemacht haben, wie die Modernisierung der Betriebsverfassung, um die klassische betriebliche Mitbestimmung endlich mit dieser digitalen Welt zu verbinden. Denn wir wissen ja auch, dass dort, wo betriebliche Mitbestimmung lebt, dass dort auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit und auch die Tarifbindung stärker ist. Dort, wo es Betriebs- und Personalräte gibt, wo es betriebliche Mitbestimmung gibt, da liegt die Tarifbindung bei 78%. Und da, wo es keine betriebliche Mitbestimmung, keine Mitbestimmungskultur gibt, da liegt die Tarifbindung bei etwa 24%. Und deshalb war diese Modernisierung der Betriebsverfassung ein wichtiger Punkt, um eben durch mehr betriebliche Mitbestimmung auch wieder mehr Tarifbindung zu erreichen. Die Nahrungskette ist offenkundig: betriebliche Mitbestimmung, Tarifbindung, gute Löhne, fairer Wettbewerb. Und das ist soziale Marktwirtschaft. Und wir haben bereits zu Beginn beispielsweise auch das sogenannte Vetorecht gegen die Bildung von Betriebsräten beseitigt. Wir haben mit dem Kollegen Bernd Rützel und den Sozialdemokraten dafür gesorgt, dass der § 117 Betriebsverfassungsgesetz geändert wurde, weil eben auch nach dem Beispiel Ryanair über den Wolken nicht alle Freiheiten möglich sein dürfen, sondern hier muss auch das Regelwerk der betrieblichen Verfassung gelten. In der industriellen Schlachtung haben wir die Werkverträge gemeinsam in der Großen Koalition mit beseitigt. Im Kernbereich der industriellen Schlachtung. Dort gab es auch keine Mitbestimmung. Jetzt gilt dort die Direktbeschäftigung. Jetzt bilden sich Betriebsräte. Und jetzt gibt es mit NGG und der Fleischwirtschaft auch einen Tarifvertrag. Das heißt, 160.000 Beschäftigte, die in die Tarifbindung gebracht worden sind. Das ist ein Erfolg der Bundesregierung, aber auch ein Erfolg von Karl-Josef Laumann von Nordrhein-Westfalen, die uns da sehr stark mit unterstützt haben. Ähnlich bei den Paketboten. Auch hier haben wir die Generalunternehmerhaftung eingeführt und die Botschaft, ihr könnt Arbeit delegieren an Subunternehmen, aber ihr könnt nicht die Verantwortung delegieren. Die bleibt bei euch. Und die Vizevorsitzende von Verdi, Andrea Kossis, ich zitiere sie, formuliert, die Nachunternehmerhaftung im Paketbereich hat ein Umdenken angestoßen. Die Eigenbeschäftigung nimmt zu. Und wir spüren, dass wir auch in der Mitbestimmung stärker werden. Das Gleiche wird in der Altenpflege passieren. Auch hier sind 600.000 Beschäftigte, die außerhalb der Tarifbereiche sind. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam noch dafür sorgen, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, dass eben hier die Tarifbindung auch zur Voraussetzung auch in der Altenpflege und der Träger gemacht wird. Wir hatten natürlich die Pandemie. Wir hatten das Kurzarbeitergeld, das ja doch um die 3 Millionen Arbeitsplätze gesichert hat und haben Unternehmen als auch Beschäftigung zu sichern. Das war das, was auch zentral diese Legislaturperiode mit geprägt hat. Es ist ja offenkundig, dass, als der Koalitionsvertrag formuliert wurde, diese Pandemie noch nicht bekannt war. Aber trotzdem gehören wir in Deutschland zu den Staaten, die auch durch Arbeitssoziales
besser und stärker durch die Pandemie gekommen sind, über das Gesundheitswesen, über die Sicherung der Wirtschaft, der Arbeitsplätze und auch im sozialen Bereich als fast alle anderen Staaten dieser Welt. Und es war auch gut, dass die Agentur für Arbeit Rücklagen aufbauen konnte, dass wir 27 Milliarden Euro Rücklagen aufgebaut haben, dass eben nicht alles das, was an Rücklagen möglich war, dann hinterher durch Beitragskürzungen weggesammelt wurde, sondern dass wir auch gesagt haben, wir müssen in guten Zeiten auch sparen bei der Agentur für Arbeit, um in schlechten Zeiten beispielsweise für Kurzarbeitergeld auch entsprechend gegen die Krise investieren zu können. Da ein Stück weit Arbeit und Soziales, die Agentur für Arbeit, gute haushalterische Formen bewiesen und noch gezeigt und damit ein Stück weit dann auch uns massiv unterstützt. Ich frage aber auch an BDA und an den DGB, an die Dachverbände der Sozialpartner, warum gibt es denn zur Tarifbindung keine gemeinsamen Vorschläge zur Stärkung der Tarifautonomie? Ich erwarte schon, Autonomie kommt aus dem Griechischen, nach eigenen Gesetzen leben, dass beide Dachverbände ihre Vorschläge mal zusammen unterbreiten. Und das wäre mal etwas, was auch die Politik dann mit Sicherheit erfreuen würde. Ich komme zum Schluss. Bitte um Verständnis. Ich bin seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich habe mich vor 4 Jahren entschieden, dies ist meine letzte Runde, dies ist meine letzte Rede im Parlament. Ich sage Ihnen Ade. Danke für vielfältiges Miteinander, Geduld bei mancher Übellaunigkeit, die auch mich trifft. Aber es war mir eine Ehre. Der Kampf geht weiter. Herzlichen Dank. Ich mache darauf aufmerksam. Wir arbeiten alle noch gemeinsam bis Oktober. Ja. Als nächster Redner kommt Uwe.